Und das können wir alles schon mal auf eine Höhe von 3 ziehen. So, das muss einmal weg. Sorry. Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin noch ein bisschen krank, aber es geht mir schon viel besser. Danke an alle, die mir eine gute Besserung gewünscht haben. Echt richtig nett von euch. Hier im Hintergrund, mein Mitbewohner Jonas singt gerade ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber der singt ja ganz gut. Wir lassen ihn einfach mal singen. Lasst uns davon nicht stören und fangen an mit diesem Video. Es gibt heute nämlich ein Starterhaus. Also ein kleines Haus, das hier, was ihr gerade seht, was man so zum Start bei Minecraft bauen kann. Und ich finde, das sieht richtig cool aus. Ich gehe auch mal rein und zeige euch das Ganze mal von innen. Also man hat hier auch eine kleine Einrichtung mit so einer kleinen Küche, eine kleine Sitzecke und so einen Schlafbereich. Genau, die Bedingungen, die ich dafür für dieses Starterhaus gemacht habe, es sind einfach Ressourcen, die man am Anfang relativ schnell bekommt. Das heißt, wir arbeiten mit Holz, mit Bruchstein, was ja wirklich auch nicht schwer zu bekommen ist. Und Sand habe ich auch noch, beziehungsweise Glas, und das bekommt ihr ja aus Sand. Also das sind so die grundsätzlichen Elemente und Erde dann natürlich auch, aber das ist ja absolut gar keine Schwierigkeit, an Erde ranzukommen bei Minecraft. Und ja, den Rest, den müsst ihr euch dann einfach nur zusammen craften im Prinzip. Ja gut, für die Fackeln braucht ihr noch Kohle, aber für Licht ist das ja auch noch das Geringste, was man eigentlich braucht. Und genau dieses Haus, das wollen wir uns einmal zusammen ja nachbauen. Und ich habe einfach mal hier einen kleinen Bereich markiert, um zu gucken, ob das Haus hier reinpasst. Hier passt das Ganze rein. Und dann würde ich sagen, das Ganze bauen wir jetzt einmal nach. Und wir fangen an, indem wir links in die Ecke einfach zwei Hölzer erstmal hinsetzen. Ich habe Birkenholzbretter benutzt. Ihr müsst dann einfach gucken, was für ein Holz bei euch wächst. Also ihr seht das hier hinten, da sind Birkenholzbäume oder Birken. Und dort könntet ihr Birken herholen. Weiß nicht, wenn bei euch nur Eichenholz ist, dann nehmt einfach Eichenholz. Einfach das Holz, was gerade da ist. Genau, dann links zwei Blöcke Holz erstmal hin. Dann kommt die Tür hier hin. Beziehungsweise hier können wir eigentlich direkt schon Sand hinmachen. Ich habe als Boden Sand genommen im Haus, weil ich finde, unter diesen Grundelementen ist Sand irgendwie noch das Gemütlichste. Wenn ihr Wolle habt, dann könnt ihr natürlich auch Wolle nehmen, nur das dauert dann natürlich etwas länger. Das ist für mich jetzt nicht wirklich ein Starterhaus. Ich habe deshalb einfach Sand genommen. Genau, dann kommen hier zwei Türen hin. Dann kommt hier wieder ein Holz hin. Und das können wir alles schon mal auf eine Höhe von 3 ziehen. So, das muss einmal weg. Sorry. Und hier oben verbinden wir das. Dann kommen hier rechts einmal noch zwei Hölzer hin. Und dann wieder drei Hölzer ganz nach rechts. Und hier oben verbinden wir das. Und hier kommt einmal Glas rein. Also ein Glasscheiben. Also ein Fenster, das hier drin ist. Und ihr merkt, dass ich bin noch nicht ganz gesund, aber wie gesagt, es geht mir eigentlich schon viel besser. Nur der Schnupfen ist noch ein bisschen da. Aber ich denke, in ein paar Tagen wird alles wieder gut sein. Genau, so. Dann am Ende nochmal eine Reihe Holz ganz rechts. Und dann geht das nach hinten. Auch eine Reihe, die wir hier einmal hochziehen. Dann kommt hier unten Holz rein, weil hier wieder ein Fenster reinkommt, das drei Blöcke hoch ist. Also Glas. Dann als nächstes wieder Holz. Und zwar zwei Stück, die wir auch wieder auf die Höhe von 3 ziehen. Und dann kommt hier eine große Glasecke hin. Dafür reißen wir zwei vom Boden hier raus, ersetzen die durch Holz. Und dann noch drei weitere in diese Richtung. Oh, das ist eine Höhle unten. Also hier einfach auch Holz rein. Und diesen ganzen Bereich, den setzen wir mit Glas. Also hier machen wir Glas hin.
Und zwar auch drei Blöcke hoch. So. Und hier in der Ecke auch. Also dass wir hier so eine große Glasecke haben. Und dann brauchen wir wieder Holz. Zwei Stück, die hier hinkommen und bis auf die Höhe von 3 gezogen werden. Dann kommt hier ein Fenster hin und dafür setzen wir unten erstmal Holz rein. Und dann gehen wir hier rechts nochmal ein Holz und ziehen das hoch. Und hier kommt so ein größeres Fenster rein, also das 2x2 Blöcke groß ist. Also hier Glas rein. Dann gehen wir um die Ecke und setzen hier in den Boden, nee, nicht in den Boden, sondern einfach so ganz normal Holz hier hin. Und zwar 3 Blöcke. Und den Rest, also diese 2, ziehen wir wieder hoch auf eine Höhe von 3. Und dann füllen wir diesen ganzen Bereich hier mit Glas. Das heißt, alles bis auf die Ebene von 3 schon wieder. Und dann haben wir hier alles auf einer Ebene. Und dort nehmen wir jetzt Bruchstein und fangen an, das Ganze hier einmal so zu überziehen mit dem Bruchstein. Über dem Glas natürlich auch. So, wenn wir das gemacht haben, dann füllen wir diese ganze Ebene, die hier ist, auch noch mit Bruchsteinblöcken aus. Und dann ist das Haus eigentlich erstmal sicher. So, genau, dann haben wir das Dach im Prinzip schon komplett fertig. Und ihr seht, dass die Sonne geht unter und jetzt hätten wir schon die Möglichkeit, hier im Haus zu übernachten und sicher zu sein. Und genau, das ist ja erstmal so das Ziel. Und ich würde sagen, als nächstes wechseln wir hier einmal den Boden. Dafür reißen wir den ganzen Boden hier einmal raus und müssen da Sand reinsetzen. Im Idealfall ist hier gar keine Höhle unter eurem Boden. Ansonsten müsst ihr einfach doppelschichtig das machen, weil der Sand sonst runterfallen würde. So, und dann mache ich es einfach wieder Tag. Ist jetzt bei mir natürlich ganz einfach, weil ich hier im Kreativmodus bin. Ihr müsstet jetzt wahrscheinlich hier irgendwie eine Nacht drinne übernachten oder schon ein Bett da haben. Aber wie gesagt, das Haus ist hier eigentlich schon sicher. Dann machen wir weiter. Und zwar als nächstes würde ich sagen, machen wir mit dem Birkenholz Zaun weiter. Das heißt, ihr müsst euch dann aus eurem Holz, das ihr habt, Zäune machen. Gehen links neben die Tür hier hin und setzen 3 Zäune hier hin. Rechts neben die Tür auch 3 Zäune. Und dann hier rechts neben dem Fenster auch noch 3 Zäune, die hier rausgehen. Dann nehmt ihr euch Grasblöcke oder Erde und setzt die dann einmal hier so hin. Dann habe ich Holzfalltüren genommen, die könnt ihr euch auch einfach aus Holz craften. Die hier dran gesetzt und zugeklappt, das ist eigentlich nur so ein bisschen dekorativ. Und dann nehmt ihr euch irgendwelche Pflanzen, die ihr findet. Ich weiß, ich habe jetzt einfach mal Löwenzahn genommen, weil man das relativ häufig sieht und dieses Mohn. Hier haben wir Löwenzahn und Mohn würde man bestimmt auch irgendwo finden. Oder da, diese wären auch ganz schick. Und dann irgendwas einfach dahingestellt als kleine Dekoration. Das sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Und dann habe ich hier auch noch Sand hingesetzt. Und so einen kleinen Weg hier geformt. Ihr könnt das natürlich auch ganz durchziehen oder so wie ich jetzt einfach so ein bisschen auch Gras dazwischen lassen, also so wie es, ich finde, das sieht hier eigentlich so ganz cool aus, wenn man noch so ein bisschen Gras dazwischen hat. Und dann als nächstes können wir eigentlich schon mal Bruchsteinstufen nehmen und die einmal komplett um das Haus hier herumziehen, an die Unterseite von diesem Bruchstein, was sowieso schon da ist. Und dann anschließend hier oben auf dem Dach auch nochmal eine weitere Stufe dazufügen, indem ihr hier auch einfach Stufen draufsetzt. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen durch diese Texturen, aber man muss einfach ganz genau gucken oder von der Seite, dann sieht man das sowieso ganz gut. Dann hier wieder ganze Blöcke hin, auch aus dem Bruchstein.
Und das war's. Also so habe ich das Dach dann erstmal gelassen. Dann nehmt ihr euch wieder Birkenholzzäune. Und ganz außen bei diesen Zäunen jeweils kommen nochmal zwei Zäune drauf. Also ganz links in der Mitte und hier rechts auch. Dann nehmt ihr euch wieder Bruchsteinstufen und zieht von dem Dach aus das einmal hier auf diese Säule drauf. Rechts daneben auch. Und dann links daneben, dann zieht ihr das hier einmal rüber bis auf diese Säule und hier links daneben auch nochmal, dass das Ganze so aussieht. Und dann sieht das eigentlich schon richtig schick aus. Dann könnt ihr euch eigentlich schon mal Fackel nehmen, wenn ihr schon welche habt, und die hier draufstellen auf diese Zäune. Dann hat man den Eingang schon mal erhellt. Innen habe ich hier auf dieser Stelle eine Fackel dran gesetzt. Und hier an dieser Stelle auch nochmal eine Fackel, dass es hier innen auch nochmal ein bisschen beleuchtet ist. Und außen sind wir soweit mit dem Haus fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die Inneneinrichtung und dort haben wir auch nicht viel. Das Einzige, was ich hier jetzt reingestellt habe, sind so diese Grundelemente, und zwar einen Ofen. Den habe ich hier, wenn man reinkommt, rechts ganz in die Ecke gestellt. Daneben habe ich eine Truhe gestellt. Ist ja auch ein wesentliches Merkmal in einem Haus hier bei Minecraft. Und dann noch eine Werkbank. Und damit hat man die wichtigsten Dinge auf jeden Fall schon mal da. Und dann natürlich das Bett, was auch nochmal sehr wichtig ist. Und das habe ich, wenn man reinkommt, links hinten in die Ecke reingestellt. Und auch nochmal eine Truhe daneben, wo man einfach nochmal so ein paar Sachen drinnen lagern kann. Und was ich dann noch gemacht habe, ist noch so ein kleines Sofa gebaut, einfach damit es hier ein bisschen schöner aussieht. Und zwar bin ich hier auf dieses Fenster hier zugegangen und links daneben habe ich hier eine Stufe hingesetzt, auch aus Bruchsteinstufen. Davor noch eine und dann nach rechts noch zwei und habe Schilder genommen, die ja auch nur aus Holz bestehen. Und die dann einmal hier dran gesetzt. Ich weiß, eigentlich ist es ein bisschen Holzverschwendung, aber damit es auch ein bisschen schick aussieht, kann man das hier mal machen. Und wie gesagt, das ist ja das, was man erst macht, wenn das ganze Haus an sich schon steht. Und dann habe ich noch eine Bruchsteinstufe genommen und die hier über den Ofen hingesetzt, damit das so wie eine Dunstabzugshaube aussieht. Und auch nochmal so ein bisschen schicker ist. Und das letzte dekorative Artikel, was ich hier noch drin gemacht habe, ich habe wieder einen Grasblock genommen, den hier in die Ecke reingesetzt, eine Holzfalltür links und rechts dran gesetzt und dann so einen kleinen Baum hier drauf gesetzt. Ich weiß, einfach so einen Tropensetzling oder irgendein Setzling. Und genau, das sieht dann auch nochmal ganz schick aus. Und das war's dann eigentlich schon mit diesem Starterhaus. Also wie gesagt, eigentlich alles Ressourcen, wenn man so in einer relativ normalen Welt ist, an die man schnell rankommt. Natürlich, wenn ihr in der Wüste seid und kein Holz habt, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber normalerweise findet man relativ schnell Holz, Sand und Stein und Erde. Also dementsprechend alles Ressourcen, die man sehr schnell bekommt. Und deshalb ist das für mich ganz klar ein Starterhaus. Und wie gesagt, das sieht richtig schick aus. Also meistens sind die Starterhäuser ja nur irgendwelche Kästen. Aber guck mal durch die ganzen dekorativen Sachen hier. Ist das echt richtig cool. Und wenn euch das Ganze auch gefallen hat, dann wäre das richtig cool, wenn ihr ein Like da lasst. Ansonsten, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten wünsche ich euch einfach nochmal einen richtig, richtig schönen Tag. Alles Gute, bis morgen, bis dann, haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.